Das Schmieden ist im Metallbereich meiner Meinung nach die Königsdisziplin. Es ist das ursprünglichste Metallbearbeitung, die wir haben. Und wir können mit dem Schmieden so plastische Sachen herstellen, die mit anderen Werktechniken kaum machbar sind. Klar, strukturiert und ruhig ist Hans-Jörg Bender. Er ist Kunstschmied, liebt sein Handwerk und doch, es alleine war ihm nie genug. Er wollte schon immer verstehen, durchdringen, bedacht erschaffen. Nach seiner Meisterprüfung 1990 machte er deshalb zusätzlich eine Ausbildung als Gestalter und eine als Restaurator. Ich hatte damals schon gemerkt, dass der Baustil sich verändert und die Formensprache sich verändert. Und ich wollte einfach mehr wissen. Ich hatte zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt noch nie was von Bauhaus gehört oder Corbusier oder Marcel Breuer oder sonst wo. Und da ging so ein Kronleuchter nach dem anderen auf bei mir. Und habe viele, viele Sachen viel kritischer gesehen wie vorher, was so Stile anging, und habe das immer mehr hinterfragt. Sein Wissen um Kunstgeschichte und Architektur halfen dem 55-Jährigen auch bei seinem bislang aufwendigsten Projekt. Der Innenraumgestaltung des ältesten Klosters auf deutschem Boden, der Abtei Tholey im Saarland. Gerhard Richter, einer der bedeutendsten deutschen Künstler, gestaltete drei Fenster, Hans-Jörg Bender mit seinem Team alle Bronzearbeiten. Das gelang so gut, dass seine Kunstschmiede in diesem Winter den Deutschen Metallbaupreis verliehen bekam. Die wichtigste Auszeichnung der Branche. Es ist natürlich eine Teamleistung. Das kann man allein nicht stemmen. Und wir waren alle glücklich, weil wir hatten uns alle enorm in diesen Auftrag reingesteigert und haben unser Bestes gegeben. Und wenn man dann noch so einen tollen Preis gewinnen kann, ist das natürlich, mehr geht einfach gar nicht. Ne? In seiner Werkstatt hängen viele Urkunden. Zuletzt wurde Geselle Fabian Schulz ausgezeichnet. Beim Wettbewerb Die gute Form bekam der 23-Jährige den Preis als bester Metallgestalter Deutschlands. Mit seinem Gesellenstück, einem Tisch, der harmonisches Design mit cleverer Handwerkskunst verbindet. Seine Ausbildung hatte er ursprünglich in einem Kölner Betrieb begonnen und abgebrochen. Zu eintönig fand er die Arbeit dort. Anders in der Schweicher Schmiede. Jedes Teil, was hier rausgeht, ist individuell gestaltet. Das sind alles Unikate. Es gibt Sachen, die sind ähnlich, die haben wir schon mal vorher gemacht, aber das ist trotzdem immer wieder neu angepasst und auf jeden Kunden halt einfach individuell. Doch Fabian Schulz wird den Betrieb verlassen, will studieren. Sein Chef versteht es, war ja selbst genauso, und doch schmerzt es ihn, so jemand Gutes zu verlieren. Er ist überzeugt, am Schmiedeofen erfährt man auch nach Jahren noch Neues. Das Handwerk ist auf jeden Fall das Fundament. Und ein Leben reicht nicht aus, um das Schmiedehandwerk komplett zu lernen. Feuer, Handwerkskunst und Wissen machen jedes geschmiedete Stück zu etwas Einzigartigem.